Ja, und willkommen, meine Freunde der, durchschnittlichen Let's Play-Unterhaltung bei einem neuen Let's Flash Alice is Dead, Episode 3. Jo, schön, schön. Ich hoffe, jetzt funktioniert es einigermaßen. Ja, ich habe es vorhin schon mal einmal kurz angespielt, da war hier aber unwahrscheinlicher Lag. Und jetzt würde ich einfach sagen, dieses Bild sieht schon wieder echt cool aus. Deswegen eine Schlankschnagge. Ich drücke auf Start. Hey there, I meant to call you. A lot of stuff's going on right now. Start from the beginning. What happened? Well, Alice tried to kill the rabbit, like you told her. And? Was a struggle. Alice was killed and the rabbit lost his memory. Good, problem solved then, right? Not exactly. What do you mean, not exactly? Well, the memories came back. He came looking for us. What? How do you know that? We caught him. Brought him to Wonderland Jail. Well, just kill him now then. I don't see why we're having this. He escaped. This is where it gets a little fuzzy. Fuzzy? What do you mean, fuzzy? Fuzzy as in we don't know what happened. Every guard was dead. A real slaughter. Well, damn it, where is he now? I don't know, but we're looking for him. He won't know what he... Hello? Hello? Ach, ich mag den Hasen. Unseren Hasen im Hitman-Style. Ja, es ist immer noch so ein bisschen anspruchsvoll vom Lag her, aber es geht nicht so schlimm wie vorhin. So, wir haben ein Telefon. Da habe ich vorhin mal irgendeine Nummer gewählt und da ist das Spiel fast abgestürzt, deswegen lasse ich es mal lieber sein. Was ist das denn hier, eine Glocke? Fantastic, I still have my bell. Was denn für eine Glocke? Ich weiß gar nicht, was für eine Glocke das war. Ist jetzt schon eine Weile her, dass ich es gespielt habe. These stones seem ancient and mysterious. Diese Steine scheinen alt und mysteriös, was auch immer. Okay, was ist das hier? Okay, ich gehe einfach mal in die Stadt. Oh, jetzt habe ich aber hier... Das ist ja unspielbar fast. Ah, jetzt geht's. New message, text from Queen. To all guards. Disregard any falling fish. The rabbit activated oyster claw. The issues is being dealt with. Ach so, also eine SMS von der Königin zu allen Wächtern. Sie sollen den, beachtet die vom Himmel fallenden Fische nicht. Der Hase hat was aktiviert. Bla bla. Ich weiß nicht, was Oyster Cloud heißt. Also, dass halt die Fische vom Himmel fallen. The issue is being dealt with. Keine Ahnung, wir kümmern uns gerade darum. Oder bla bla, kümmert sich gerade darum. Oh, der Lack ist ja echt vom Feinsten. Da kommen manchmal so Phasen, da kann ich gar nicht spielen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir bzw. meinem alten PC das. Ach, das sind Sachen, die ich machen kann, ja? Thrills was here. Immer so nach ein paar Sekunden. Ich versuche mal hier so... Oh, was ist das? I can't remember the combination. Aha. I need to take care of the keypad first. Okay, also eine Kombination haben wir noch nicht. Gehen wir mal zurück. Ja, Moment, wieder ein Moment des heftigen Lags. Jetzt geht's wieder. Ja toll, was soll ich denn jetzt hier machen? Ihr seid ja witzig. Ich kann doch hier nichts machen. Hä? Kann ich hier irgendwie noch reingehen? I need many things. Fish is not one of them. Boah, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das hier noch wirklich... Ja, was soll ich denn jetzt? Hä? Oh, ja, ich bei Flash Game klicke ich immer auf die rechte Maustaste. Das ist einfach... Ja, was soll ich denn jetzt machen? Klopf doch einfach mal. Was ist das für eine Kombination? Ich habe doch gar keine Kombination. Na komm,
Hä? Das Spiel läuft noch nicht mal 5 Minuten und ich komme schon nicht weiter. Das ist ja total Banane. Verstehe ich nicht. Das ist nämlich Shizire Connect. Hallo. Oh nein, hoffentlich stürzt das Spiel jetzt nicht ab. Ah. Ja, ist ja gut. Ja, das ist ja Wunderbärchen. Das spricht mal wieder für meine Intelligenz, dass ich das Spiel 5 Minuten spiele und schon nicht weiterkomme. Ich verstehe es einfach nicht. Ist doch nichts. Oder sehe ich jetzt irgendwas hier? Ein Loch, wo man reingucken kann oder so. Ach ja. Ich weiß nicht, irgendwie kriege ich immer so Schübe. Dann kann ich 10 Sekunden normal spielen. Ungefähr. Ich klicke jetzt hier einfach mal wild durch die Gegend. Hä? Das ist ja schon mal sehr super, dass ich mir direkt jetzt hier irgendwas... Ich bezweifle, dass das zu Leuten was bringen wird, ja. Ich bezweifle es auch, aber ich wollte es wenigstens mal versuchen, ne? Vielleicht läuft es ja besser, wenn ich die Musik ausmache. Ich teste das mal kurz. Ich bezweifle es zwar, aber... Yep, es läuft genauso schlecht. Tschung. Ja, dann mache ich die Musik wieder an. Ach. Aber ich komme trotzdem nicht weiter. Ja, Leute. Dann mache ich hier schon mal einen kurzen Cut. Peinlich, peinlich. Egal, ich muss gucken. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und da bin ich schon wieder. Ja, es sind wirklich so Kleinigkeiten, auf die man auch erst kommen muss. Also ich wäre jetzt nicht darauf gekommen. Ich schätze mal, das Dingelchen hier ist gemeint. Dieser kleine Backstein, der da liegt. Und noch irgendwas. Also einmal so ein Brick. Aha. Und irgendwie ein Penny. Aber wo soll der Penny denn liegen? Wahrscheinlich... Ah, nee. Wer soll denn darauf kommen? Ganz ehrlich. Ihr seid ja bekloppt, ihr Spielehersteller. So, nach der nächsten Blackwelle klicke ich dann mal hier drauf. Und einfach mal den roten hier kaputt machen. The red wire, it's always the red wire. Genau. So, und jetzt? Jetzt habe ich es doch kaputt gemacht, oder? Und jetzt einfach mit dem Stein hier. Bats! Und schon sind wir drin. Ja, Wunderbärchen. Wo sind wir denn überhaupt? Keine Ahnung. Hier, ist das ein Anrufbeantworter oder was ist das? Two Messages. ANN555. Der Hutmacher und wer ist Anne? Hab keine Ahnung. Was steht hier? Silent Kitty Skills. Keine Ahnung. Ach ja, da... Das ist total toll, voll der Lack. Hey Rabbit, it's your old pal Yatta. Just thought you'd like to know, our old friend, the Queen, is in town. And you might want to go pay him a visit. Give him a piece of our mind, you know? Okay. Rabbit, I don't know what happened, but I've closed shop. Everything has been scrubbed and I'll remain dark until I hear from you. War das denn? Also das erste war der verrückte Hutmacher. Zweite weiß ich nicht. Irgendein Mädel. Ach, aber das ist dann die Wohnung von dem Rabbit. Aha, aha. Komm, wir rufen mal den verrückten Hutmacher an. Wer hätte das gedacht, dass es mit 555 losgeht? 8880. Ach, ist es schön. Oh ja, genau. 0, 0. Geht doch.
Okay. Nein, ich, La la la. La 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 la. Gut, dann rufen wir Ann an. Wer ist denn Ann? 555. 7, 2, 3. Nicht die 0, nicht die 0. Die 8 will ich. 8. Have a stain you really want gone? Need to make filth or grime disappear like it never even existed? Then Teapot Cleaners has you covered. With great service and prices that kill. If you go with anyone else, you must be mad. I don't think it's a real cleaning company. Ja, es klang schon sehr böse. Ja, ich habe keine Ahnung. Kann ich den Stift nehmen oder den Zettelchen? Nein, nein, nein. Ich muss ja überall draufklicken. 1, 2, 3, 4. Nö. Okay, dann war's das. Hey, ich hab wieder eine SMS hier gekriegt. Doch, ich freue mich ja immer, wenn ich SMS krieg. Komm. Show me. From Hatter. I had to go away for a while. Ich musste für eine Weile fort. Ich habe Mary Ann gesagt, du könntest etwas extra Hilfe gebrauchen. Make sure, was ist, mein Gott, ich stehe auch heute wieder auf dem Schlauch. Vergewissere dich, dass du die Queen auch recht schön von mir grüßt, wenn du sie siehst. XOXO Hatter. Also was heißt eigentlich XOXO? Das habe ich auch mal kurz in diesem Intro von dem Gossip Girl. Ich gucke so einen Scheiß ja nicht, aber ich habe immer gefragt, was heißt XOXO? Also ein XO ist für mich bei Star Trek der erste Offizier, aber ich weiß nicht, was XOXO heißt. Der doppelt erste Offizier, ich habe keine Ahnung. Ein Buch. Journal. Mary Ann, ah, da ist sie ja. June, Mary Ann, she took this before she escaped. Nice. Mary Ann wurde verhaftet und sie hat das hier genommen, bevor sie geflohen ist. Nett. Der 12. Juni. Hatter demoted Mary Ann. He's taking direct control of the mission now. Das heißt demoted. Der verrückte Hutmacher hat Mary Ann, was weiß ich, entlassen oder rausgeschmissen? Er hat die direkte Kontrolle der Missionen jetzt übernommen. Er sagte, es wäre ein zu hohes Risiko für uns, jetzt irgendwelche Fehler zu machen. Ich bin froh, dass... I'm glad she made it out of there, okay? Ich bin froh, dass sie es dort, ja, sozusagen in einem Stück rausgeschafft hat, dass sie es da lebend rausgeschafft hat. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Gefängnis verkraften würde. Oh Gott, wie viel kommt denn da noch? Juni der 13. Heute wurde ich zu dem verrückten Hutmacher gerufen. Er hat gesagt, er hätte etwas Arbeit für mich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Job annehmen soll oder nicht. Der Job hört sich riskant an. Aber welcher Job ist nicht riskant in diesen Tagen? Alles, was ich weiß, ist, dass wenn ich bezahlt werde, ich glücklich bin. Strange. Komische Geräusche von der Treppe unten. Treppabwärts. Bla. Der Job ist gut gelaufen. Ich bin froh, dass Alice da war. Sie ist gut mit der Kanone, mit der Waffe. Aber verdammt, sie kann gut, aber verdammt, sie kann auch ein Messer benutzen. Ich bin mir nicht sicher, warum der Wissenschaftler so viele Testsubjekte benötigt. Oh. Oh ja, oh ja, ich töte. Wer bin ich, über solche Menschen zu urteilen? Ich bin nicht gut in Englisch gerade. Der verrückte Hutmacher hat uns diese interessante Tinte gegeben. Du kannst sie nicht sehen, bis du eine spezielle Linse hast.
könnte noch nützlich sein. Oder vielleicht auch nicht. Ich schätze, dass es schon verdammt dumm ist, dass ich jetzt darüber nachdenke. 16. Juni. Der Hutmacher ist heute etwas später gekommen oder so. Ich denke, die Königin hat angefangen, ihn ein bisschen einzuheizen, zu stressen. Ich habe ihm gesagt, dass es mehr Ärger geben wird, als es wert wäre. But what do I know? Aber was weiß ich schon? Ich bin nur ein Assassin. Ich bin nur ein Auftragskiller. Ich habe heute etwas Thunfisch gegessen. Ich denke, das hat mich krank gemacht. Ich habe den Müll in Anführungsstrichen heute rausgebracht. Ich wünschte, ich hätte nicht hineingeguckt. Ich wusste nicht, was der Wissenschaftler der Königin da tut. Aber er tötet eine Menge Katzen. Ich bin nur froh, dass Alice diesen Job hat. Egal. Also der Wissenschaftler der Queen tötet jede Menge Katzen. Bla bla. 18. Juni. Heute ist nicht viel passiert. Der Verdutmacher hat mir schon wieder in die Karten geschaut. Ich denke, er betrügt. Aber ich sage nichts, weil ich auch betrüge. Es kommen immer noch komische Geräusche aus dem Labor von treppabwärts. Aber es ist nicht meine Sache. Also was auch immer. Alice wird mehr und mehr abweisend. Ich habe versucht, mit ihr zu reden, aber sie sagt mir, dass ich für ihn arbeite. Ich wusste nicht, ob sie den verrückten Hutmacher meint oder den Wissenschaftler oder die Königin. Ich arbeite für eine Menge Ins. Also für eine Menge Leute, bla, keine Ahnung, Wortspiel. 20. Juni, Memory is acting up again. Alice, I did to hear this. Achso, weiß ich nicht, die Erinnerung ist acting up again. Die Erinnerung kommt wieder hoch. Alice' Idee, dieses Tagebuch zu führen, macht sich langsam bezahlt. Schlussendlich kann ich die wichtigsten Tatsachen festhalten oder behalten. Ich habe heute vergessen, zu Mittag zu essen. Ich werde wohl heute Abend etwas Thunfisch essen. Oh, wie viel kommt denn da noch? Das wird das längste Video, was ich kenne. Ich habe dem verrückten Hutmacher, also 21. Juni, ich habe dem verrückten Hutmacher gesagt, dass etwas mit diesem Wissenschaftler nicht stimmt. Brr, was heißt denn Brr? Nun ja. Der verrückte Hutmacher lachte. Der verrückte Hutmacher lacht immer. Ich würde mich wundern, wenn Alice... Ich würde mich wundern, wenn Alice denkt, dass der Wissenschaftler komisch ist. I hate to have to be his bodyguard. Ich hasse es, sein Bodyguard zu sein. 22. Juni. A caterpillar played cards with us today. Oh, was war nochmal ein Caterpillar? Ich wusste das mal. Ich weiß es nicht. Irgendwer hat heute mit uns Karten gespielt. Ich habe ihn beim Schummeln erwischt, aber er hat es abgestritten. Er hat sein Geld genommen. Er hat sein Geld vom Tisch genommen und ist rausgestürmt. I bet the stupid monocle was fake. Ich wette, dieses blöde Monokel war eine Fälschung. Er wird noch bekommen, was er verdient. Nein, he'll get what's coming. Naja. Whatever will be, ne? Oh, Leute. Kann ich jetzt zurückblättern? Mal eben gucken. Wie viel kommt denn da noch? Oh, ist jetzt ein Witz, oder? Ja, komm. Einmal angefangen, jetzt ziehe ich das auch durch, wenn der Leck es zulässt. Komm. Wo waren wir denn? Okay.
23. Juni. Lost some money. Ich habe etwas Geld in der Küche verloren. Ich denke, da... Ich habe angefangen zu glauben, dass diese Maschine ein bisschen blöd ist. Keine Ahnung, was Rich da ist. Ein bisschen defekt ist. Ich sollte zu dem Eierkopf... Ich sollte zu dem Eierkopf Burr... Mit dem Eierkopf Burr reden? Moment. And see if he has any gizmos that would improve my odds. Ich sollte mit dem Eierkopf Burr reden und mal sehen, ob er vielleicht irgendwelche Gizmos, irgendwelche Gimmicks, also irgendwelche Sachen hat, die mir helfen würden. Aber er hat... Vielleicht gibt er mir aber auch nur eine tote Katze. Humpty Dumpty. 24. Juni. I met the Doom's Kid. Doom's? Wer ist Doom? Ich habe das Kind von Doom getroffen. Sie ist wirklich nett. Es ist schon... es ist... was heißt weird? Das ist schon... so komisch. Es ist seltsam, nette Leute hier in diesem Club zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon vorher getan habe, jetzt wo ich darüber nachdenke. Alice ist in Ordnung, aber sie tötet Leute ebenfalls. Scheint so, dass jeder irgendetwas tötet, der hier ist. Alice ist immer noch nicht wiedergekommen. Ich habe den verrückten Hutmacher gefragt, ob ich nach ihr gucken könnte. Aber er hat Nein gesagt. Ich hoffe, ihr ist nichts passiert. Oh, was? Sie ist das, was ich noch am ehesten als Freund bezeichnen würde. Also sie ist das, was ich jemals auch annähernd nur als Freund bezeichnen würde. Burrs Kind ist immer noch überall am Rumlaufen. Also am Rum. 26. Juni. Little Run snuck in the VIP room today. Ich habe keine Ahnung. Kleiner irgendwas hast du nicht gesehen im VIP room heute. Ich habe sie angeschrien. Sie hat geweint. Ich habe mich schrecklich gefühlt. Ich wünschte, dieser verrückte Bastard könnte wenigstens auf seine Kinder aufpassen. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Oder ob sie es mir jemals überhaupt gesagt hat. Alice ist immer noch verschwunden. Ich habe dem Kind heute gesagt, dass es mir leid tut. Ich habe sie gefragt, ob sie gerne Karten spielen möchte. Sie hat verloren. Aber ich denke, sie hatte Spaß. Und sie hat nicht geschummelt. Ich mache mir Sorgen um Alice. Das sieht ihr gar nicht ähnlich. Der verrückte Hutmacher redet nicht darüber. 28. Juni. Ich habe das Kind heute beim Kartenspiel gewinnen lassen. Sie schien wirklich glücklich zu sein. Ich weiß nicht, wie sie so glücklich sein kann, obwohl sie von uns allen umgeben ist. Vielleicht ist sie genauso verrückt wie ihr Vater die Treppen hinab. Der Strom fiel heute wieder aus. Oh, was ist das denn? Ich habe heute 3 Stunden gebraucht, um meinen Briefkasten zu öffnen. 829203. Ha, das schreibe ich mir doch mal direkt auf. Moment. 829203. Also schreibe ich es hier auf. Genau, habe ich auch getan. I need to... Ich muss wirklich mal zu einem Arzt gehen damit. Aber der einzige Arzt, der hier in der Nähe ist, ist out of his mind. Ist ein bisschen bekloppt, sage ich jetzt mal. His jelly is starting to keep me awake. Seine Schreie fangen an, mich wach zu halten. Der verrückte Hutmacher sagt... Also Hatter steht da immer nur. Also eigentlich Hutmacher. Hutmacher sagt, wir müssen über Alice reden. Ach du Scheiße. 30. Juni. Das ist... Insane. Das ist, was hieß nochmal insane? Das ist krank, glaube ich, ne?
Das ist krank. Ich werde das nicht tun. Ich werde kündigen. Sie haben mich darum gebeten, eine Menge Dinge zu erledigen. Und ich habe sie getan. Aber ich werde das nicht tun. Ich bin eine Waffe, die man mieten kann. Aber niemand kann mich zwingen, das zu tun. Niemals. 1. Juli. Hutmacher sagt, wenn ich Alice nicht töte, dann wird es die Queen tun. Die Königin tun. Er sagt, die Königin would take his time? Hä? Die Queen ist doch weiblich. Also er sagte, die Queen würde für ihn sich Zeit nehmen oder so. Ich weiß es nicht. I don't want her to suffer. I don't know what to do. I found Alice Mirror. Ich habe Alice Spiegel gefunden. Sie hatte gedacht, sie hätte ihn verloren. Ich muss ihn zurückgeben an... 2. Juli, I think I'm losing... Ich glaube, ich verliere meinen Verstand. Ich sehe Dinge, die ich vorher noch nie zuvor gesehen habe. Verstörende Dinge. And then in the instant they were gone. Und dann nach einer Weile sind sie wieder weg. Vielleicht ist es auch der Stress. Oh ja. Es wird bald alles vorbei sein. Nur noch dieser eine Job. Oh, ich bin durch. Ja, hat ja auch nur eine halbe Stunde gedauert, ne? Alles klar. Gut. Ich bitte, mein schlechtes Englisch zu entschuldigen. I'm not thirsty. Komm, irgendwas musst du doch mitnehmen können hier. Oh, das ist ein TV. Das ist immer ein komischer, langgezogener TV. Was ist das da oben? Spiegel? Ruckel, ruckel. Ruckel, ruckel. Ruckel, 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 ruckel. Das wird ein verdammt langes Let's Play. Vielleicht teile ich das auch in zwei Teile auf. Ich denke schon. Was denn für ein Postfach? Ach, guck, jetzt kann ich da hinten reingehen. Da hinten reingehen, vor allem da hinten entlang gehen. Zip! Oh, da liegt was. Was ist das denn? Aha. This is locked. It's locked. Oh, wer liegt denn da? Wer sitzt denn da? Psst! Hey, you interested in some mushrooms, peaches? Wer soll das denn sein? They help take off the edge, you know, they help you relax. Brauche ich Drogen? Naja, er ist ja gestresst. Just bring me a shiny. A shiny? A shiny habe ich sogar. Got a shiny? Got a shiny. Juhu! Achso, ich muss ihm den geben. Ich dachte, ich hätte jetzt schon was bekommen. Hallo. Okay, da ist nice doing business with your peaches. Auf mich Peaches zu nennen. This mushroom smells really bad. Der Pilz riecht wirklich, wirklich böse. Ich hätte mir einfach einen nehmen können. Guck mal, der hockt aber neben. Ach ja, es ist schön. Schnell mal überall draufklicken, solange ist das Spiel erlaubt. Okay, hier gibt's sonst nichts. Klick ich schnell. Oh, was ist das denn hier? Was? Live. Wer soll das denn sein? Rotkäppchen? Prof von Fungi Art Origin. Was? The Tweedle String. Going to have to get rid of these to get in. Hier, wer ist denn das? Komm, den geben wir jetzt einfach mal den Pilz. Ruckel, 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 ruckel. Yay!